Ja, hallo. Wir wollen euch heute wieder Stuttgart in Bücher vorstellen. Wir, das ist die Stadtbibliothek und das Stadtpalais. Und dazu sitzen wir heute auf der Dachterrasse der Stadtbibliothek. Hier oben hat man nämlich einen prima Überblick über Stuttgart und hat aber nicht alles im Blick. Deswegen liegt zwischen uns heute ein Stapel Reiseführer. Wenn jetzt so manche Stuttgarter, manche Stuttgarterin denkt, ah ja, kenne ich schon alles, jetzt schalte ich aus, schalte weg, bleibt dran, denn ich glaube, dass doch so manches noch dabei ist, was auch für Einheimische interessant sein könnte, oder Herr Mert? Ganz richtig, also gleich der erste als Beispiel, 52 kleine und große Eskapaden in Stuttgart, ist gerade aktuell im Trend bei uns, wird auch gerne von den Stuttgartern ausgeliehen, denn das ist kein klassischer Reiseführer, in dem Sehenswürdigkeiten abgebildet sind, sondern einer, der einen in die Natur locken möchte, mit 52 abwechslungsreichen Ideen für jede Jahreszeit. Zum Beispiel schöne Spaziergeh- und Wandermöglichkeiten, Radeln bis hin Paddeln, alles Mögliche da dabei. Er ist dreigeteilt gegliedert, nämlich mit Vorschlägen für nur ein paar Stunden, mit Vorschlägen für einen Tag oder Vorschlägen für ein Wochenende. Und es ist, wie gesagt, nicht nur Stuttgart mit dabei, sondern auch aus der Umgebung was. Zum Beispiel der Leonberger Schlossgarten ist drinnen, mit den japanischen Kirschblüten. Es steht auch immer mit dabei, für welche Jahreszeit welcher Vorschlag gut geeignet ist. Ja, hört sich ziemlich abwechslungsreich an, aber ich habe natürlich auch nichts anderes von Stuttgart erwartet. Ja, als nächsten Titel lese ich hier 111 Orte in Stuttgart, die man gesehen haben muss. Muss man wirklich, Herr Mert, oder was erwartet einen hier in diesem Reiseführer? 111 Orte, die man gesehen haben muss, ist der Name der bekannten Reiseführerreihe, wo es alleine auch schon für den Stuttgarter Band mehrere Auflagen gibt und also auch für viele andere Städte und Regionen gibt es diese Reihe, zum Beispiel 111 Orte am Bodensee, die man gesehen haben muss, oder auch international beispielsweise 111 Orte in Tokio oder in Rio de Janeiro sogar. Gibt es schon und die haben wir natürlich auch in ihrer Stadtbibliothek alle zum Ausleihen vorhanden. Gerade hier, der für Stuttgart bietet einfach Inspiration für alle Geschmäcker, ist da was dabei, also Museen, Aussichtsplattformen, Burgruinen, auch die Stadtbibliothek ist drinnen, also genau. Es sind viele Fotos jeweils mit dabei und an interessanten Text jeweils, also ein komprimierter Text mit interessanten, auch meistens historischen Hintergrundinfos. Alles klar. So, und jetzt toppen wir nochmal alles. Wir haben heute mit 52 Eskapaden angefangen, haben dann 111 Orte in Stuttgart als Titel gehabt, aber jetzt haben wir 1000 Places to See Before You Die Stuttgart Special. 1000 ist natürlich schon eine Nummer. So dick ist der Band gar nicht. Was erwartet einen in diesem Reiseführer? Genau, also es sind tatsächlich jetzt hier keine 1000 Plätze oder Orte einfach aufgelistet, sondern aus diesem Ranking sind es die besten von den Autoren. Aber das ist auch nur ein Aspekt von diesem Reiseführer. Tatsächlich ist es so ein klassischer Städtereiseführer, würde ich sagen. Also in dem ist auch zum Beispiel eine Stadttour für einen Tag enthalten, also ein Rundgang durch Stuttgart, verschiedene Streifzüge auch durch umliegende Städte, Esslingen, Tübingen beispielsweise. Es gibt noch einen Reiseblog mit dem interessanten Titel Das andere Stuttgart, Erleben und Genießen, eine Stadtchronik mit dabei. Also es ist eher ein klassischer Reiseführer. Ja, also man sieht, und das ist auch noch gar nicht alles gewesen, in Stuttgart gibt es definitiv viel zu entdecken. Es ist eine vielfältige Stadt. Und ja, wir glauben, dass es eben durchaus auch noch genug in den Büchern für Einheimische als Idee, als Tipp für einen Mini-Ausflug in Stuttgart gibt. Und ja, wer sich nicht gleich einen Reiseführer kaufen will, kann ihn natürlich auch in der Stadtbibliothek ausleihen. Ja.